Aber da hinten, ah, da ist eine Palisade, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Was ist das hier? Warte mal. Ist das Werbung? Hashtag Werbung, Hashtag Product Placement, Hashtag Advertising, Hashtag Namensnennung, Hashtag Nennungsnennung. Okay, alles klar. Ich hoffe, das war wenigstens bezahlt. Ich hoffe, der Entwickler sieht dafür was. Das wäre sonst schade, wenn das einfach nur so da ist oder vielleicht einfach nur als Aushilfsgrafik. Oder vielleicht ist es die Seite vom Entwickler. Das kann natürlich auch sein. Ich war noch nicht drauf. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt existiert. Wahrscheinlich ja. Vielleicht ist es auch nur eine Aushilfsgrafik, weil da noch ein Poster fehlt. Oh geil, Metal Scraps. Geil, 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 geil. So, wir haben noch ein paar Autos. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keinen Platz mehr. Such halt ruhig weiter. Mach das mal ruhig. Ja, Benzin. Weißt du, das Benzin ist, das ist bitter. Und das hier ist auch bitter. Wir können nichts mitnehmen. Taschen voll. Wir brauchen mehr Rucksäcke. Ja, zum Glück ist das leer. Ist natürlich eine blöde Aussage, weil eigentlich schade, dass es leer ist. Hätte man ja später noch holen können. Machen wir eh nicht. Vergessen wir wieder. So, da drüben. Eine kleine Wohnwagensiedlung. Die Frage ist nur, haben wir da Freunde? Sind wir allein? Sieht aus, als könnten da Banditen hausen. Ich bringe erstmal das Zeug zurück, was wir hier gerade auf Tasche haben. Wo können wir das denn? Wir haben da hinten irgendwo geparkt. Dann, wir können die Sachen wegbringen und dann fahren wir mit dem Auto einfach hin. Machen wir das, ne? Also ich meine, hier ist eh ein Weg. Eine richtig ausgebaute Straße. So. Und da sind wir auch schon. Huch. Da sind wir auch schon bei unserem Volvo. So, und dann würde ich sagen, ja, komm, wir. Nee, einmal behalte ich. Aber wir laden erstmal alles rein. Genau. So. Das da und 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 das da. So, Taschen sind ein bisschen leer. Dann ist da hinten auch noch irgendwas. Da hinten ist auch noch irgendwas. Guck mal. Machen wir später. Erstmal fahren wir dahin, wo wir gerade waren. Moment. So. Okay, Motor an. Und los geht's. Ab durch den Wald. Das ist mit der Karre hier wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ich hoffe, dass der Motor und so, dass das alles aushält so ein bisschen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Und dann müssen wir uns da gleich durchhangeln, weil hier sehr viele Autos natürlich flach liegen. Oder wir fahren nicht direkt auf die Straße, wir fahren hier einfach... Wir fahren da durch, oder? So. Und dann ab auf die andere Straße. Zufällig wurde da hinten das ganze Gebiet abgeriegelt. Ich kann mir vorstellen, dass das später vielleicht noch weitergeht mit einem weiteren Update irgendwann mal. Aber für jetzt ist da abgeriegelt. Es geht aber noch in andere Richtung. Sehr, 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 sehr viel weiter. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir später aber gemeinsam erforschen. So, jetzt erstmal ganz vorsichtig. Haben wir denn... Hier ist niemand. Okay, gut. Dann klauen wir mal aus dem Köfferchen ein paar Handtücher. Die nehme ich mit. Hätte man ja stacken können, aber gut, ich sage nichts. Haben wir sonst noch irgendwas? Das Feuer können wir nicht benutzen. Warum können wir das Feuer nicht benutzen? So, das nehme ich mit. Die Flasche kann ich nicht mitnehmen. Hier ist auch nichts drin. Hier ist wieder Handtücherlein drin. Ein bisschen Metal Scraps, das ist sehr gut. Noch mehr Metal Scraps, geil. Leere Flasche, juhu. So, sonst kann man nichts mitnehmen. Da haben wir nochmal Handtücher. Mein Leben ist komplett. Schau mal kurz hinter die Wohnwagen. Da ist nichts. Okay. Oh, da war gerade so ein Zaun. Der macht mich neugierig. Kommen wir vielleicht hier zwischen den Wohnwagen? Warte, kommen wir da irgendwie durch? Ja, komme ich, aber da ist der Zaun schon zu Ende. Da ist irgendwas hinter, warte. Das sieht doch aus wie ein Versteck. Da gehen wir mal ganz kurz lugen. Guck mal hier. Oh, ja, ein zweiter Kanister. Ein zweiter Kanister. Wie viel haben wir da drin? 0 Liter. Okay, da sind die ja nicht so weit gekommen. Aber wir haben einen zweiten Kanister. Das heißt, wir können... Moment, Feder... So, das heißt, wir können einen Kanister immer in der Base lassen, vorsichtshalber später. Müssen wir das überhaupt? Und mit meiner Kanister fahren wir rum und sammeln dann einfach ein. Wenn das überhaupt Sinn macht, ich weiß noch gar nicht. Vielleicht brauchen wir einen Kanister für einen Generator, einen Kanister fürs Auto. Man weiß es nicht. So, hier können wir jetzt... Ja. Sehr gut, dann können wir die ganzen Autos, die hier gerade... Ah, da müssen wir das doch nicht liegen lassen. So ein Glück. Das können wir auch mitnehmen. Ah, mein Looterherz freut sich wieder. 0,9 Liter nehme ich mit. Es ist Apokalypse, wir brauchen alles. So. Das nehme ich auch mit. Und den hatten wir noch nicht geguckt, oder? Der hat aber 0 Liter, okay.
Da hinten ist noch einer. Benzin ist wichtig. Das Auto hält ewig, aber wer weiß, wie viel wir für einen Generator brauchen. Ich kann mir vorstellen, dass der frisst. Deswegen so viel Benzin wie möglich. Und generell wollen wir natürlich auch alles abluten. Es ist ein Survival-Game. Und wir müssen natürlich survivalen. Wir müssen alles mitnehmen. Alles mit... Alles mitnehmen. Ja gut. Alles mitnehmen. Wo geht's denn da hin? Okay, mal kurz hier gucken. Oh, ja, nice. Und Motor. Okay, den Motor müssen wir später holen, glaube ich. Oh, der hat 54%. So, der hat 54%, den müssten wir uns später holen. Kann ich irgendwas... Ah, shit. Machen wir später. Ich gehe mal ganz kurz gucken, was es hier gibt, weil hier gibt es eine Straße rein. Und da hinten... Da, das ist noch eine Hütte. Ah, da ist noch eine Hütte, die man besetzen kann, tatsächlich. Unfassbar. Und Components, nice. Und Baumstämme, die wir nicht mitnehmen können, die aber nur so rumliegen als Deko, komischerweise. Warte mal, komm ich da? Warte mal. Ah! Ja, ein Rucksack, geil! Wir haben 3 neue Slots und die sind auch schon voll. Upsi. Ja, 3 neue Slots gewonnen in einer Nanosekunde voll. Das ist Rekord. Die Sachen können wir nicht mehr mitnehmen, obwohl die Bandage eigentlich wichtig wäre. Aber warum die Feder weglegen, wenn man eine Bandage haben kann? Nun ja. Ach, Rass, ich sag ja nichts. Ach, ja. Okay, wir haben die Taschen wieder voll. Können wir denn jetzt erstmal Sachen ins Auto legen und die anderen Sachen dann holen? Warte, warte. Ab zur Karre. Nein, können wir nicht, denn jemand hat die Baumstämme vergessen. Ich sage dazu nichts. Die Baumstämme vergessen wir auf keinen Fall. Niemals wird uns das passieren. Ja, nun. Was soll's, dann fahren wir eben wieder zurück. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, wir hätten zwar noch eine Menge einladen können, aber egal. So, ich hoffe, den kleinen Aufnahmewechsel merkt man nicht. Und jetzt ist die Folge, wo sich wieder alles verzögert bei Mist Survival. Momentan eine Zeit des Unglücks, denn mitten in der Nachsynchronisation ist mir auch noch, ja, ganz endgültig der Hauptrechner abgeraucht. Und was dann rausgekommen ist tatsächlich, bei näherer Betrachtung ist dann rausgekommen, dass offenbar schon seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, bei dem Kühlrippchen von einer der Grafikkarten, ne, war ja Wasserkühlung, die ist wohl leckgeschlagen. Und da kam immer so tröpfchenweise immer mal wieder was raus. Und dadurch sind mir irgendwann die beiden anderen Grafikkarten abgeraucht und die USB-Ports immer mal abgeraucht, weil es teilweise auch ins Mainboard gelaufen ist. Das ist von der oberen Grafikkarte auf die untere geträufelt quasi. Da hat man es auch nicht gesehen, weil das war so eine sehr ebene Fläche und quasi ja so schwarz auf schwarz. Hat man nicht gesehen und... Naja, als ich den Rechner dann anmachte, der ist über Nacht wieder abgestürzt beim Rendern, netterweise, deswegen kam er noch nicht zu Potte. Und da ist dann quasi, als ich ihn angemacht habe, habe ich so ein Plätschern gehört aus dem Rechner. Ich hatte schon Kopfhörer auf und das Plätschern war aber so laut, so richtig, wie so ein kleines Bächlein, so plitschi, platschi, plitschi, platsch. Und dachte so, hä, das kam nur aus dem Rechner. Und dann hat man geguckt und dann sah man plötzlich, oh, da steht Wasser auf der Grafikkarte, da steht Wasser, also Kühlflüssigkeit überall. Das war alles nicht so geil. Und das Ding war sowieso schon, dass es so lange, also es gab ja schon ewig Probleme mit dem. Und wie gesagt, 2 Grafikkarten funktionieren nämlich die meisten USB-Ports auch nicht mehr. Mehr als 1 oder 2 USB-Geräte parallel. Naja, mit Maus und Tastatur natürlich. Also ja, da ging nicht mehr so viel anzuschließen. Es wurde Zeit. Und in der Nacht- und Nebelaktion hat mir Case King, Gott sei Dank, Dankeschön, Case King und Nvidia haben sich direkt untereinander connected und haben mir jetzt einen Übergangs-PC erstmal hingestellt, bis ein richtiges neues Setup kommt. Das ist, und dieser Übergangs-PC, der leuchtet jetzt hier gerade unterm Tisch. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist um 5 Uhr morgens. Ich habe jetzt die Programme eigentlich soweit hoffentlich alle eingerichtet. Um 5 Uhr morgens heute, während diese Folge erscheint, heute um 5 Uhr morgens sitze ich jetzt für euch und nehme mir gerade nochmal schnell nachträglich den Rest von Mist Survival auf. Neue Folgen gibt es auch schon, richtig mit Sound und sowas, aber die kann ich nicht raushauen, solange diese Folgen hier nicht kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, morgen ist ja quasi Stream und da muss ich noch alles einrichten für, das habe ich noch nicht geschafft. Übermorgen bin ich ja weg für 4 Tage und dann dachte ich mir, weißt du, dann machst du jetzt nochmal schnell. 5 Uhr morgens, egal, kacke. Vor 8 kommen wir eh nicht ins Bett. Ich muss auch noch ganz viel Tomb Raider schneiden, noch ganz viele Assassin's Creed schneiden, damit das auch weitergeht alles.
Das habe ich dann in so einem, ja, in so einem Workaround über einen Laptop aufgenommen. Laptop, externe Platte und natürlich alles über die Xbox laufen gehabt. Sodass der Laptop eigentlich noch kodieren musste. Alles neu verkabelt und dann irgendwie notgedrungen hier irgendwie aufgenommen. Life is Strange 2 ruckelt leider, das habe ich bei Tati am PC aufgenommen und habe den Fehler gemacht, ich habe es auf 60 FPS gestellt. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich so, ja, da schafft das. Dann ist ja noch der Rechner kann das. Und jetzt ruckelt es leider zwischendurch immer. Und neu aufnehmen würde ich auch nicht schaffen und wäre auch leider nicht mehr, da würde ich auch nicht mehr richtig drauf reacten, ich hab's schon wieder gesagt. Wenn es nicht mehr neu wäre, dann ich kann ja nicht überrascht sein, wenn ich es schon weiß. Deswegen habe ich die Originalaufnahme gelassen, auch wenn sie ruckelt. Shit happens, es ist gerade alles ganz furchtbar. So, ja. Ich hoffe, wir kommen hier jemals weiter. Spider-Man muss ich auch noch irgendwie weiter rendern, das schaffe ich jetzt momentan aber nicht. Ich weiß nicht, was momentan los ist oder hoffentlich los war. Es ist so die, kennst du das, so diese Zeit, wenn du immer denkst, ja, was soll denn jetzt noch passieren, bitte? Jetzt haben wir das alles erlebt, wir haben das alles hingekriegt, was soll denn jetzt noch passieren? Da kann doch nichts mehr kommen. Und dann kommt immer irgendwas. Und ja, so war es auch diesmal, ich habe so gedacht, aber als die drei Aufnahmen abgekackt sind und ich ja diesen auch hier nachsynchronisiert habe, ich hab dann auch so gedacht, ja, was soll jetzt noch kommen? Das kann doch jetzt 2018, da ist so viel Scheiße gelaufen und alles, und dauernd Anwälte und bla, pipapo, was soll denn jetzt noch kommen? Ja, und dann hat Batman, so hieß mein alter PC, hat das Zeitliche gesegnet, auch bekannt als NASA-PC, Ruhe in Frieden. Ich hoffe, dass hier funktioniert jetzt alles einigermaßen. Getestet habe ich es vorher, also Aufnahme läuft und vielleicht konzentrieren wir uns auch mal wieder ans Spiel. Ich wollte nur ganz kurz ein bisschen erzählen, was hier so los war, was hier so los ist. Es zieht sich immer noch ein bisschen. Wie gesagt, ich bin nur noch 4 Tage weg und erst danach wird sich alles einigermaßen. Mir ist gar nicht aufgefallen, gerade eben bei Loot All da unten ist das kleine T ja klein. Also das T ist klein von Loot All. Alles ist groß, das T ist klein. Warum? Das fällt mir jetzt erst auf. Okay. Da esse ich doch erstmal was. Das ist ja widerlich. Wer synchronisiert denn so? Das ist ja völlig widerlich. Also das ist ja ekelhaft. Das ist so bestimmt, das ist ja Vergangenheitsgronk, der den Vergangenheitsvergangenheitsgronk nachsynchronisiert, weil bei dem die Aufnahme. Naja. So, ach sieh an, die Baumstämme packt er jetzt auch endlich mal weg. Aus dem Kofferraum raus. So. Und die verschleppt man natürlich gleich mal ins Haus, weil wir brauchen natürlich unbedingt 5 Dutzend Baumstämme hinter dem Haus. Das ist ganz wichtig, falls wir hier später einen Zaun drum bauen wollen oder keine Ahnung. So, vielleicht bauen wir aus den die schweren Unterhosen. Da braucht man halt eine dicke Wäscheleine und dafür brauchst du halt ordentlich Baumstämme. So. Bei Forest könnten wir jetzt natürlich direkt, obwohl wir können ja hier auch direkt irgendwas bauen, aber bei Forest ist es einfacher. Da kannst du direkt aus den Baumstämmen so Pfähle und Wände und sowas bauen. So, und hier musst du natürlich, da brauchst du noch allen möglichen Schnackes dafür. Das, ja, müssen wir mal gucken. Also ich weiß noch nicht genau, was wir daraus bauen oder was wir hier an Wänden vielleicht noch rummachen. Hatten wir da schon das, wir hatten da schon das Vergnügen. Nein, wir kriegen noch ein ganz besonderes Vergnügen, das darf ich noch gar nicht sagen. Aber wir hatten schon das Vergnügen, dass wir hier quasi in dem Haus im Nebel waren. So, was hier? Water Barrel? Wasser auffüllen? Ach, den Eimer kurz reinsortiert, damit mehr Platz im Inventar ist. Alles klar. So, kurz ins Schränkchen geguckt und alles einsortiert, damit das Inventar auch gleich wieder ein bisschen leerer wird. Das kommt nicht da rein, das hier kommt da rein. So. Und der Rest kommt gleich noch in den dritten Schrank. Das kommt hier rein. So, die Grafikkarten kommen da rein. Und hier können wir diese Bram Stoker Anti-Dracula-Flöcke noch reinpacken. Gut. Ich glaube, da hat sie gerade einer versprochen beim Gehen. So. Gut, die Autoteile packen wir weg. Den Verband, das Gefräse, den Pfeil und das Fläschchen, die Pfandflaschen. Alle übertragen wurden, abgeschlossen. Geil. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Ich glaube nicht, ich habe mich gerade erschrocken, weil ich die... Ich muss ja Windows 10 neu aufsetzen. Ich habe die Benachrichtigung noch nicht ausgeschaltet. Und jetzt kommen die da und irgendein... Aber ich glaube, die kommen nicht übers Mikrofon. Das müsste eigentlich alles schon funktionieren. So, Pfandflaschen, wo waren die? Hier waren die nicht, aber da kommen die rein. So, denn da kommen jetzt auch mal die normalen Wasserflaschen rein und die Alkoholflaschen, weil warum nicht? Den Alkohol gleich beim Wasser lagern, falls man einen Kopf kriegt, kann man da gleich vorsorgen. Wenn man gesoffen hat, kleiner Pro-Tipp, was? 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 Tok, 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 tok. Klingt so jämmerlich gerade. Was ist denn da passiert? Hä?
Warum? Tok, 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 quietsch. Okay, das klingt ja normal, oder? Ich muss mal ganz kurz, warte mal. Quietsch, 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 quietsch. Ich glaube, da war schon jemand out of order. Wenn man, ganz ehrlich, wenn man stundenlang da sitzt und nur quietsch, 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 tok, tok, tok macht. Ich schwöre, ich bin noch nie so durchgedreht von der Aufnahme, noch nie. Also, selbst Minecraft damals, das Nachvertonen war wesentlich harmloser. Ich musste hier wirklich ab und zu mal Pausen einbauen, weil mir einfach, ich bin bescheuert geworden irgendwann. Also, setz ja, man kann es nicht immer nachmachen. Vor allen Dingen, du musst immer konzentriert bleiben und gucken, was der Charakter macht, damit die Schritte auch passen. Nicht nur der Ton, sondern auch, was er gerade macht, wenn er sich umdreht, ob er stehen bleibt und sonst irgendwas. Du musst ja immer, du musst dich immer weiter darauf konzentrieren. Du kannst nicht einfach nur sitzen und einfach stundenlang tok, 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 tok. Das geht ja nicht. Sondern du musst ja wirklich aufpassen, was da passiert. Und das dann, boah, ich bin durchgedreht, ich bin so durchgedreht. Vielleicht hat sich der Rechner auch deshalb selbst ersoffen. Ich könnte mir das absolut vorstellen. Es wäre im Bereich des Möglichen. Achso, hier einen Mondsteindestillat will er bauen. Entschuldigung, ich sollte mal mehr aufs Spiel eingehen. Mondsteindestillat wäre natürlich ganz cool. Und hier so ein Chicken Coop würde ich auch super gerne bauen. Super duper gerne. Dass wir uns da irgendwie Hühnchen machen und dann haben wir immer was zu essen. Aber dafür brauchen wir bestimmt diese Zäune hier erstmal. Die sind aber, ich finde die relativ teuer. 12 Baumstämme für ein so ein Ding. 12 Baumstämme und 8 Sägen. Das sind 14 Baumstämme und 20 Nägel. Das ist unfassbar teuer, finde ich. Also für eine so eine Wand. Überleg mal, wie groß so ein Baum ist und überleg mal, wie dünn die Bretter von so einer Wand normalerweise sind. Muss nicht sein. Drying Rack können wir noch ein zweites bauen nach draußen. Das können wir auch später machen. Ein Grillstand, haben wir den eigentlich schon? Haben wir schon, ne? Cooking Pot und Grillstand müssen wir schon haben. So. Okay. Wir nehmen mal ein bisschen... Huch. Ein bisschen... Hallo? Ein bisschen Schrotto. El Schrotto nehmen wir mit. Und ein bisschen Schrotto davon. Wir haben noch gar nichts von dem Ganzen. Okay, ich dachte, wir hätten die schon, weil ich das Video schon 50 Mal gesehen habe. Okay, jetzt bauen wir mal kurz alles zusammen. So, und dann steht der Grillstand endlich und eigentlich können wir dann auch gleich mal so ein Miracoli-Töpfchen drüber hängen. Wird aber langsam dunkel. Ja, müssen wir mal gucken. Ich schau mal kurz, was kostet das denn? Ja, hier irgendwas, nee, so Stand-Torches für draußen können wir eigentlich auch brauchen. Yeah, use oil as this fuel, aber ist das normales Öl oder, also brauchen die Benzin oder brauchen die so Nahrungsöl? Das weiß ich nicht. Okay, Drying Rack, wie gesagt, können wir einen zweiten machen, aber so ein Cooking Pot für für Kaffee und Boiled Food. Food needs many ingredients to make oil from animals oil too. Da können wir also Öl herstellen. Vielleicht das Öl, was wir draußen für diese Wanderstäbchen brauchen. Und so ein Töpfchen, ne, da kann man auch lecker Miracoli drin machen. Das kann man sich ruhig mal gönnen. So, und wie bauen wir denn? Das brauchen wir ein eigenes? Nein, das geht direkt drauf. Das ist ja voll geil. So, können wir das gleich bauen? Nee, ich glaube... Nee, ich glaube, das können wir nicht bauen. Und plötzlich wird es Nacht. Ich glaube, das können wir machen. Also, wir können es schon machen. Wir müssen nur kurz die Ingredienzien holen. Warte kurz. Ding, ding, ding. El Schrottos. Splitten wir mal. So, und ansonsten brauchen wir dafür aus irgendeinem Grund ein paar Äste. Huch. So. Und das reicht schon. Nein, wir brauchen... Ah, die Lashings vergessen. Ah, zwei Lashings. Ah. Gut, können wir auch mal splitten eben. Zack. Und nochmal. Und dann haben wir schon zwei. Hallo? Jetzt aber mitgenommen. So. Eigentlich bräuchten wir noch Eisen dafür. So, jetzt haben wir alles. Was kann man denn damit machen? Aha. Vegetable Stew und Meat Stew. Mit so komischen Karotten und Kartoffeln und sowas. Diese dünnen Karotten, die sehen aus wie Bleistifte, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen diese Karotten und Kartoffeln, wo kriegen wir die her? Wir haben die noch gar nicht. Können wir die anpflanzen? Können wir Felder bauen? Ich habe keine Option gesehen, um Felder zu bauen. So, hier haben wir alles schon drin eigentlich. Tok, 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 tok.